Na, dann bin ich ja gleich mal gespannt. Eieiei. 0 Punkte hat er damit jetzt. Genau 0. Na dann. Ach, 2 Punkte zu wenig, ne? Na komm, dann machen wir noch Blockspiel hier. So. Hat er das auch? Wackerer Veteran für das Aktivieren von 30 Talentfeldern in Hendricks Charakterbaukasten. Tja. I am first among demons, supreme commander of the spectral sentinels. How could mere humans defeat me? Again, you surpass me. Again, you outdo me. Again, you leave me behind. Tja. The more you bathed in glory, the more brightly you shone, the more I receded into shadow. Do you know what it was that I always wanted? I wanted to be like you. Come. Die letzte, die silberne Kugel. Lars holt sich die silberne Kugel und damit haben wir den Satz nach langer Zeit wieder vollständig. Und wir sind alle fit. Auch automatisch gespeichert wird. Turm des Terrors. Ja, der Name passt. Der Name passt. Fahrt zum Tempel der Tücke. Genau, da müssen wir hin. Pure evil on the other side. It can only be him. Mordiggan, at last the time has come to face him. Hey, no fair! Let me go! Can't move! Did you think me beaten? Did you think you had bested me? I, Jasper, Supreme Commander of the Spectral Sentinels? Huh? Didn't we beat all of these guys? How can they be back? Oh, Hendrick, your face. Now you will see who has left whom behind. By all means, go to face my master, Luminary. But know that you will do so alone. Your friends here will be staying with us. No. He shall not go alone. I swore an oath. I am the Luminary's sword, his shield, his unswerving companion. We all are. We're in this together. If we face Mordiggan, we face him as one. Aye. If you think I'm missing my chance to get revenge for my Eleanor after all these years, you've another think coming. Don't worry, darling. I'm with you all the way. We're going to bring smiles and sunshine back to the world if it's the last thing we do. Yes,
I promised Veronica I would finish this, and that's a promise I mean to keep. You heard. We're in this together. I'm not leaving anyone to suffer alone, ever again. I'm supposed to help the Luminary, and that means to the bitter end. Just one more chance, please! It is over, Jasper. Be still. No, I cannot die yet. I have yet to surpass you! You speak of surpassing me, but in truth, it is I who always followed in your wake. You were the one who spurred me on, the light that guided me. Without you, I would never have become myself. How is it that you never knew? Hendrik, Tja. It is time. Mordigan must pay. Das muss er. Aber sowas von. Und das wird er auch. In der nächsten Aufnahme. Nein. Spaß. Nee. Anscheinend kann über diesen magischen Kreis der Tempel der Tücke erreicht werden. Ihn benutzen? Ja. Dahin wollen wir. Kann man übrigens, fällt mir gerade ein, okay. Ich glaube, ein Speicherpunkt, nee. Das Ding ist nämlich, in der S-Version gibt es ja tatsächlich noch einen Speicherpunkt, was ich wahnsinnig gut finde, aber hier leider nicht. Und ihr seht schon, die Tür ist schon so besonders. Das ist die Tür. Ihr seht schon, der Sitz der Schatten. Aus dem Inneren ist eine Aura schier grenzenloser Bosheit zu spüren. Es muss sich um den Fürsten der Schatten handeln. Bist du dir sicher, dass du hineingehen willst? Jupp, bin ich. Es wird Zeit für den Fight. So you have come, Luminary. But you are too late. The source of life is no more. Erdrea is veiled in darkness, and I reign supreme. Yggdrasil is dead. You are not but leaves blown on the wind.
those of the hero of old. Fools. Why do you never learn? Love, hope, dreams. Worthless, mere words. And yet your faith in them refuses to die. But no longer. I shall carve a despair into the human soul that will last until your kind finally dwindles and dies. Der Fürst der Schatten nähert sich. Los geht's, machen wir ihm die Hölle heiß. Wir sollten mal anfangen. Ich meine, wir werden das brauchen. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß es nicht mehr. Ich hab die viermal gekillt, ne? Aber ich weiß es nicht mehr. Scheiße. Ich bin alt. Jo. Schockschnitt, aha. Au. Alter. Junge. Ich muss dazu sagen, wo ich damals gegen ihn gekämpft habe, wie gesagt, da waren wir schon recht hoch gelevelt. Also ich bin jetzt nicht so gelevelt wie sonst. War klar, dass es nicht funktioniert. Ja, das hat mich damals extrem verwirrt. Die Macht der Kugel. Ja, was für eine Kugel? Er hat doch gar keine Kugel eigentlich. Aber gemeint ist das Auge an seinem Schwert. Also mal das Schwert des Lichtes war. Man glaubt es nicht, aber es ist so. Quadrahieb. Damit auch der Schatten mit verschwindet. So viel zum Thema, er verschwindet. Ne, das war ja wohl nix. Aber er hat schon... der Fürster Schatten schießt sich schon nicht mehr so gut aus. Das wehrt er ab, ey. Ich glaub's nicht. Das wehrt er ab, die Sau. Einfach so. Mach mal Bogen. Nach der dreckigen Lache erst recht. So, das war da sein Schatten. Ui. Your power is mine. Ja, der klaut Magiepunkte, leider. Der Arsch. Warum auch immer er unbedingt Magiepunkte klauen muss, ich weiß es nicht. Keine Ahnung, ehrlich gesagt interessiert es mich auch nicht. Ich will nur, dass er auf die Nuss kriegt. Das kräftig. Das war so klar. Serena! Scheiße! Unsere Heilerin hat mächtig auf die Nuss gekriegt, würde ich mal sagen. Aber er auch. Er hat auch kräftig auf die Nuss gekriegt. Ist klar, dass er das kann. Ist ja schließlich Finsternis. Uiuiuiuiuiuiui. Komm schon. Wow, Jade besiegt ihn. So this is the power of the Luminary. Impressive. But I tired of these games. I am Mordiggan, master of all things. I call upon the power of the sword. All must be destroyed.
Meinst du? Und der nächste Kampf, der Fürst der Schatten und Hagri Morak. Ja, und wir sind glücklicherweise wieder voll. Glücklicherweise, also das finde ich echt gut, dass sie darauf Rücksicht genommen haben, weil das wäre ohne echt fies. Das wäre echt fies sonst gewesen. Ja, wir können erstmal nur Hagri Morak angreifen. Also das ist unterteilt in verschiedenen Phasen. Deswegen müssen wir erstmal gegen ihn antreten. Aber das kriegen wir auch noch hin. Einmal raus. Na? Schade. Der freut sich Keks. Naja, es geht ja noch. Der freut sich einen Keks, wie gesagt. Yep, sämtliche Vorteile gehen flöten. Genau, jetzt tauschen die beiden. Ja, alleine bringt das leider nicht sehr viel. Das ist das Problem. Also man kann sich noch so sehr hochpushen, wie man will. Das ist scheißegal, weil er hebt die Vorteile quasi auf. Also hier ist das wirklich egal, was für Vorteile man wirkt, bringt quasi überhaupt nichts. Dann heißt es lieber voll draufhauen, da hat man mehr von. Unterm Strich. Haut da einfach Bumm raus, okay? So, so. Wir haben keine Vorteile. Von daher alles gut. Jetzt kommen beide, genau. Das ist jetzt quasi das Finale, mehr oder weniger, was man so, wenn man so will. Die finale Phase. Jetzt sind beide im Spiel. Und sie können besiegt werden. Davon mal ab. Das konnten sie vorhin nämlich nicht. Ich finde das so geil, dass sie die Attacke anwendet. Ja, super. Wen hat er sich geschnappt? Hendrik. Hendrik hat er sich gegriffen. Schweinehund. Femfatal. Also die Attacke macht so viel Schaden, das ist unglaublich. Quadra-Hieb. Hm. Kaut auf Hendrik rum. Der arme Kerl, ey. Und bumm. Was du kannst, kann ich schon lange. Wobei der Fürst der Schatten tatsächlich mehr abkriegt als sein Kampfkollege. Was ich schon sehr interessant finde. Das ist der Vorteil, Hendrik wird von den Angriffen nicht betroffen. Ja, Gesundheit. Aber Hendrik ist halt vergiftet jetzt. Aber sie haben gut auf die Schnauze gekriegt, doch. Die haben wirklich gut eine reingekriegt, muss man schon sagen. Also, doch. Oh. Die Magieresistenz leidet. Scheiße. Gar nicht gut. Oh, 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 oh. Das ist überhaupt nicht gut.
Und nochmal. Wunderbar. Ja, es geht noch. Das hält sich noch im Rahmen. Hendrik, magische Barriere. Ja, der kräftigt sich erstmal. Supi. So, Femme Fatale. Der Fürst der Schatten hat einfach mal weniger Punkte als sein Kampfgefährte. Was soll ich jetzt davon halten? Zisch, okay. Autsch, 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 autsch. Aber irgendwie konnte sich Jade dem entziehen. Ja, beide sind noch da, aber bald nicht mehr. Ja, sieht gut aus. Magische Barriere, damit sich das mal aufhebt. So, dann haben wir das schon mal umgekehrt. Ja, es war klar. Oh, oh. Ja, war klar. Das heißt, für jede Aktion erhalten wir jetzt Schaden. Na super. Die stehen immer noch. Boah. Na los, Jade, mach mich stolz. Femme Fatale, mach sie platt. Der Fürst der Schatten ist platt. Es ist nur noch... Es ist direkt mal umgekehrt. Normalerweise ist es immer andersrum. Bei mir fällt normalerweise immer privat wohlgemerkt. Fällt immer zuerst Hagrimora um, bevor Mordigan fällt. Diesmal ist es verseucht und gekräftigt. Geil. So, und jetzt Blitzbeil. Mach ihn fertig. Steht immer noch. Das gibt's doch nicht. Wie viele Lebenspunkte hat der? Sag mal, das ist doch nicht normal. So, jetzt aber. Mach ihn platt. Ja! Ja! Er ist platt! Ja! Der Fürst der Schatten und Hagrimorak wurden besiegt. Jawohl. Keine Punkte, kein Geld. Lars erhält das Schwert der Schatten. But I am Mordigan, Master of all things. My reign is not over. It cannot be. A cursed luminary. Is it over? Eine geheimnisvolle Stimme hallt durch den Raum. You have done well to defeat Mordigan. Thanks to you, life and light will return to Erdria at last. Who was that? We need to get out of here. Now! Finally got rid of Mordigan. Yes.
But so many lives have been lost. Look, that light! Does this mean... Yes, the World Tree. It's alive! Ja, Yggdrasil ist zurück. Mordegon's passing must have freed the heart of Yggdrasil from his clutches. I wish Veronica could have been here to see this. I think it's time to go home, don't you? Ja, jetzt könnte man meinen, wir sind am Ende, aber da ich ja mein Plappermaul nicht halten konnte, wisst ihr natürlich, nein, das war's noch nicht. Es geht noch weiter, auch von den Errungenschaften, weil normalerweise hätten wir jetzt zu diesem Zeitpunkt nämlich noch nicht alle Errungenschaften, auch daraus könnte man schließen, es geht vielleicht noch weiter und ja, es geht noch weiter. Deswegen, auch wenn die Credits, ich lasse die Credits laufen, ich kann die sowieso nicht wegdrücken, davon mal ab, ich lasse sie laufen. Genießt die Credits, vor allen Dingen passt auf, was ihr seht, denn ein wichtiges Detail zum Schluss, wie gesagt, ist dabei. Aufpassen, ne? Ich werde jetzt die Gelegenheit nutzen, weil ich werde jetzt hauptsächlich meine Schnauze halten. Ich werde die Zeit nutzen und einfach mal kurz in den Raum mit den Kacheln gehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Sequenz, wir sehen uns danach wieder, es geht noch weiter, Freunde, ne? Also, dranbleiben. Bis dann!
Süß. Ja. Thank you.
diese Wesen, die sind sowas von süß. Das ist unglaublich. Ja, Dragon Quest 11. Wie gesagt, auch wenn es so aussieht, nö, wir sind nicht fertig. Überhaupt nicht. Dein Erlebnis im Abenteuertagebuch verzeichnen? Japp. Und einmal die finstere Festung überspeichern, ja? Wir dürften jetzt gleich einen... Genau, wir haben einen Stern jetzt, weil wir ja eigentlich die Story abgeschlossen haben. The End? Mm-mm. Nope. Eben nicht. Der Fürst der Schatten ist besiegt und in der Welt kehrt wieder Frieden ein.